Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem wunderbaren Zweitkanal. Heute haben wir ein Video von Maestro, mein wunderschöner Bruder. Wir haben in der letzten Reaction auf Just Nero über Mois gesagt, dass er mir sogar mit am meisten leid tut. Als jemand, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Jetzt haben wir tatsächlich ein Statement. Ich bin gespannt, was hier alles rauskommt, egal was sein sollte. Team Maestro, Free Maestro, Hashtag Hack Maestro. Wir gehen rein, also in das Video. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alaikum salam, mein wunderschöner Bruder. Los, sag, was Sache ist. Dieses Video ist ein bisschen harte Kost. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele auf dieses Video gewartet haben. Und ich selber habe wirklich 0,0 Bock auf dieses Video. Ja, dieses Video bedeutet Klicks. Ja, dieses Video bedeutet auch erhöhte Einnahmen. Erhöht im Sinne von, dass meine anderen Videos meist gar nichts verdienen oder sehr, sehr wenig. Warum? Dazu komme ich gleich. Ja, dieses Video bedeutet auch wieder DMs und vielleicht auch Telefonate oder sonst was. Aber all das interessiert mich nicht. Und ich glaube, ich muss euch nicht beweisen, dass mich das nicht interessiert. Wenn du das glaubst, schön. Wenn du das nicht glaubst, juckt mich nicht. Ich habe mir sowieso korrekt schon vorgenommen, dass ich 2024 nicht mehr so politisch korrekt sein möchte. Wer ich bin, habe ich schon öfters bewiesen. Und ganz besonders müsste ich das eigentlich gar nicht beweisen. Denn ich weiß, meine Familie weiß, wie ich bin. Meine Frau weiß, wie ich bin. Meine Mutter weiß, wie ich bin. Mein Vater weiß, wie ich bin. Meine Freunde wissen, wie ich bin. Und inshallah, eines Tages lernt mein Sohn mich auch genauso kennen, wie ich es mir hoffe, dass mein Sohn mich kennenlernt. Dementsprechend, ich hatte keinen Bock auf dieses Video und ich habe auch keinen Bock auf dieses Video. Denn in diesem Video werde ich mich zu Dingen äußern, die in eine bestimmte Bubble zuzuordnen sind. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, jetzt schon, wenn du keinen Bock hast, warum sagst du dann etwas? Wenn du keinen Bock hast, warum reagierst du dann drauf? Warum machst du das Thema wieder auf? Digga, was hat der Typ euch angetan? Ja, was hat euch Maestro angetan? Er tut mir maximal leid, dass er überhaupt in das Thema reingezogen wurde. Stellt euch mal vor, es geht einfach um Mois-Spenden-Thematik. Maestro wird einfach bedroht im Hintergrund. Natürlich würde ich dann auch irgendwann die Fresse aufmachen. Und das ist jetzt eine Floskel. Jeder benutzt diese Hype-Wörter, Bubble und das und dies und Hackhelal und hin und der und Pipapo. Auch dazu komme ich später. Was meine ich mit Bubble? Ich habe mich früher in bestimmten Kreisen bewegt. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern viel Entertainment, hihi, haha, mit den entsprechenden Leuten. Und das ist aber ein Teil meiner Vergangenheit und nicht ein Teil meiner Gegenwart und hoffentlich auch nicht ein Teil meiner Zukunft. Denn jeder Mensch entwickelt sich weiter. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe Frau und Kind zu Hause. Und das Schönste für mich ist, meinen Sohn zu riechen, mit ihm zu spielen und ihn zum Lachen zu bringen. Das ist mein ganzer Lebenssinn. Abgesehen davon, dass ich inzwischen sehr religiös bin und ich glaube, dass einen sehr positiven Einfluss auf mich hatte und auch auf die Inhalte, die ich in der Öffentlichkeit bringe. Ja, als jemand, der dich privat kennt, sage ich sogar, das, was ich die letzten Monate oder sonst wie kennengelernt habe oder gesehen habe in der Öffentlichkeit oder wie du redest oder wie du dich gibst, wie du dich zeigst und auch mit uns so am Reden bist, das ist ein ganz anderer Maestro, Wallah. Das ist nicht der Maestro, den ich kennengelernt habe. Also nicht im Negativen, sondern sogar im Positiven. Ob du das möchtest oder nicht, ich halte mich selber inzwischen für ein viel besseres Vorbild, als ich es davor gewesen bin. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, ich messe mich an mir selber. An der Stelle nur Liebe an Maestro, weil er ist einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass ich weitergemacht habe mit YouTube. Ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Nur Liebe für ihn. Wallah, er hat mich motiviert. Er hat mich motiviert, hat gesagt, du wirst es schaffen. Wir waren, guck mal, wir standen am Auto, da war ein Play-Button und ich hatte damals 3000 Abonnenten oder so. Er meinte zu mir, eines Tages wirst du den auch kriegen. Ich meinte, boah, Abi, das ist voll schwer und so, Bruder, die das ist doch, wie soll ich denn jetzt kriegen so in nächster Zeit und so. Er meinte, guck mal, du wirst es schaffen, ich glaube an dich. Eigentlich, er verdient sogar einen, Wallah. Ey, Attila, Bruder, jetzt, wenn du das Video sehen sollst, diese Reaction, schreib mir auf WhatsApp einfach nur ein Herz und Wallah, ich lasse dir den hier zukommen. Noch einen mit Onujan drauf. Vielleicht sogar Onujan und Maestro. Weil du einer der ausschlaggebenden Gründe dafür bist, dass ich durchgezogen habe, als ich nicht mal wusste, ob ich weitermachen soll. Da war ich noch zwischen Uni und YouTube. Da hat er gesagt, zieh durch. Und ich bin der Meinung, dass ich über mich hinausgewachsen bin. Wie gesagt, das kannst du anders sehen, es interessiert mich nicht. Aber ich muss leider dieses Video machen. Also werde ich meinen Fuß, meinen kleinen Zeh einmal wieder in diese Bubble eintauchen und werde ein paar Sachen sagen, auf die viele Menschen offensichtlich warten. Leider. Warum? Weil ich habe gedacht, das erledigt sich mit ein paar Insta-Stories, aber viele Menschen haben diese Stories nicht gesehen. Und wie das Reaction-Game in Deutschland leider nun mal so ist, ist natürlich jeder auf diesen Zug mit aufgesprungen, weil man weiß, dass Maestro in Bezug auf Palästina nicht vielleicht so interessant ist, das Thema, weil keiner irgendwie seltsamerweise auf diese Videos reagiert. Maestro auch nicht in Bezug auf andere politische, wichtige Themen oder auf islamische Themen oder auf andere Sozialkritik. In dieser Kombination ist Maestro vielleicht auch nicht so interessant für den einen oder anderen, weil die, ja, ich sag mal, die Prioritäten in dieser Szene vielleicht ein bisschen falsch gesetzt sind. Aber man weiß, Maestro in Kombination mit Mois
Das bringt Klicks. Und da springt doch jeder gerne drauf. Scheiß doch auf Palästina, scheiß doch auf die ganzen Leute, scheiß auf die fast 30 Videos, die ich zu dieser Thematik gemacht habe. Scheiß auf das. Scheiß auf das Memo-Rap-Check. Du bist doch Palästinenser. Scheiß auf das, Sufian. Lass uns lieber genau auf diese Thematiken reagieren. Boah, ich glaube, da geht's jetzt mies ab gleich im Video. Wo wir Menschen schaden, wo wir Menschen in Dreck ziehen, wo wir Menschen Sachen vorwerfen und, ich sag mal, Lügen noch hinzudichten und Sachen größer machen und unsere Nase irgendwo reinstecken, damit wir 2,50 Euro auf YouTube verdienen können. Aber okay, machen wir das Thema auf. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Und es gehört sich nicht für jemanden, wenn man sagt, dass was geklärt ist, dass man das dann noch tausendmal aufmacht. Und das hat. Nein, gehört sich wirklich nicht. Wenn etwas geklärt ist, ist es geklärt, Morok. Wenn du was zu sagen hast, sag es der Person und mach es nicht wieder öffentlich. Habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht und das mache ich auch heute nicht. Deswegen diese Sache ist entstanden und diese Sache wurde geklärt in der Öffentlichkeit. Und ich verstehe, dass der ein oder andere sich vielleicht interessiert für das ein oder andere, aber ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Ich habe alles offengelegt, also genug offengelegt, damit jeder befriedigt sein kann. Und ich habe in jeder Story, die ich zu dieser Thematik gepostet habe, immer wieder gesagt, ich möchte meinen Frieden. Und dieser Mensch, mit dem ich dann auch telefoniert habe, liebe Grüße gehen raus, der am Ende genau das auch zu mir gesagt hat und wir haben diese Thematik dann aus der Welt geschaffen am Ende, das Telefonat. Das habe ich ja nicht mit der gleichen Person geführt wie davor. So, jetzt habe ich nicht das Recht, mich darüber aufzuregen, dass Menschen darüber berichten. Natürlich. Mir war ja bewusst, dass ich in die Öffentlichkeit gehe, dass es natürlich auch ein Echo bringen wird. Ich wollte das aber vorher nicht. Es gab ein paar böse Zungen, die gesagt haben, der will Klicks mit dieser Thematik machen oder sonst was. Und das sind verblendete Menschen. Und ich finde es so unfassbar verwerflich, wie man nur so ekelhaft sein kann über Menschen wie mich, die in der Öffentlichkeit den Freitod gewählt haben, die ihren Kanal getötet haben für ihre Überzeugung, für Herzensangelegenheiten, dass man dem sagen kann, du wolltest Hype mit der Thematik haben. Was habe ich in meinem Kanal die letzte Zeit gemacht? Aber er war doch der Letzte, der sogar was dazu gesagt hat. Bruder, sogar ich habe ein Video rausgebracht und habe sogar noch auf ein, zwei Videos so reagiert, plus im Stream und wir haben es gar nicht hochgeladen, weil irgendwann wurde es einfach peinlich. Der Mann hat doch nicht mal auf irgendwas reagiert. Er hat eine Instagram-Story gepostet, was sein Hack war, weil er in Sachen eingemischt wird, womit er nichts zu tun hat. Bruder, ich kack auf deren Köpfe von den Leuten, die das sagen. Kurz und knapp, kurz und knapp. Um Hype zu verfolgen. Was interessiert mich Geld? Was interessiert es mich? Ich habe zu meinem Schöpfer gefunden. Das kannst du gut finden, das kannst du schlecht finden, du kannst Atheist sein, du kannst Agnostiker sein, aber du musst es respektieren. Und das ist das Einzige, was ich brauche. Ich habe Essen und Trinken, Alhamdulillah. Ich habe meine Familie, ich habe mein Kind, ich habe meine Religion. Mehr brauche ich nicht. Und genau das verkörpere ich. Jeder, der mich auch nur eine Sekunde verfolgt, die letzten 2 Jahre, wird genau das sehen. Ich bin glücklich, ich habe eine Kleidungsmarke auf den Markt gebracht. 5 Prayers. Dankeschön, ich danke wirklich vielen von euch. Ey, ich habe ein Pulli und ein T-Shirt zugeschickt bekommen. In XL. Und jetzt hört mir zu, ihr verdammten T-Shirt hat mir nicht gepasst, sag ich euch ehrlich, hat Zipan bekommen. Pulli hat mir gepasst, aber mir ist einfach immer, mir ist immer heiß. Aber Pulli hat gepasst. In XL. Ins Knie. An der Stelle der Pullover, könnt ihr Momudi sogar fragen, boah, brutaler Pullover. Boah, der ist ehrlich brutal, das sag ich nicht, weil er ist es, weil er, der ist so gemütlich. Ich glaube, wenn ich draußen in Alaska wäre, irgendwo in der Kälte, ich könnte auf diesem Pulli trotzdem gemütlich schlafen sogar. Der ist ehrlich gut, ja. Die mich da unterstützt haben und ich glaube, das Feedback, das spricht für sich. Jeder ist begeistert von den Teilen, weil ich mir extrem viel Mühe gegeben habe. Ja, das ist jetzt kein Video, um das Ganze zu bewerben, auch wenn ihr unter dem Video ein bisschen einkaufen könnt, aber ich bin unfassbar stolz auf das, was ich aktuell auf die Beine gestellt habe. Ich brauche all das nicht. On top kommt, dass ich in den 10 unangenehmen Fragen an mich selbst letztes Jahr diese Frage auch beantwortet habe, was zwischen mir und Alem ist. Da habe ich gesagt, es gibt nichts zu verzeihen, die Sache ist vom Tisch. Jetzt passiert diese Sache, die ist natürlich nicht schön, aber die wird geklärt. Innerhalb von kürzester Zeit. Warum habe ich es öffentlich gemacht? Zum Schutz meiner Familie. Ich habe ein Kind zu Hause. Dieses Kind bedeutet Verantwortung. Dementsprechend werde ich allem aus dem Weg gehen, was vielleicht potenziell diesem Kind schaden könnte. Und das ist doch eine gute Möglichkeit gewesen, das Ganze zu klären. Und es hat doch auch funktioniert. Wir haben diese Kiste doch geklärt von beiden Seiten. Alles ist doch schön. Okay, es gibt wie gesagt Menschen, die dann diese Thematik in der Öffentlichkeit nochmal aufgegriffen haben. Mit Recht. Es gab aber auch Menschen, die das nicht aufgegriffen haben in einem Video, um Aufklärung zu betreiben, um die Geschehnisse wiederzugeben. Nein, es gab Menschen, die sich sofort drauf gestürzt haben und angefangen haben, sich Sachen dazu zu dichten und Vermutungen aufzustellen, Behauptungen, Lügen weiter verbreitet haben, diese Sachen noch groß gemacht haben. Ja, so Menschen, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, mit diesem Gossip, mit diesen, ja, was regelmäßig passiert, mit diesen Gerüchten Geld zu verdienen. Ja, der ganze Kanal ist auf diesem Gossip aufgebaut. Diese Kanäle schimpfen sich manchmal auch Berichterstattung. Dabei ist es nicht Berichterstattung. Werden hier jetzt Namen rausgehauen, Alter? Weil ich frage mich gerade, wer ist derjenige, der dieses Thema, ich sag mal, in 20, 30 anderen Videos auf... Ah, Ehrendoni, klar. Ja, guck einfach. Okay, perfekt. Berichterstattung wäre... Sorry!
wenn du neutral über eine Sache berichtest, ohne eigene Wertung und that's it. Wenn du dich aber hinsetzt, auf alles reagierst, was es zu dieser Thematik gibt, deinen Senf dazu gibst, versuchst smart zu wirken, indem du versuchst, Dinge einzuordnen, wo du kläglich scheiterst, dann bist du kein Berichterstatter. Und an dieser Stelle werde ich, wie gesagt, ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Ich spreche es offen an. Was hat ein Memo-Rap-Check davon, diese Thematiken auszuschlachten, zu allem seinen Senf zu geben, Sachen noch zu befeuern, Sachen groß zu machen, solche Thematiken. Wenn Memo-Rap-Check? Memo-Rap-Check macht noch Videos? Memo-Rap-Check! Flair hat heute wieder etwas erfunden! Bruder, seine Videos sind in meinem Kopf eingeprägt. Ja, auf TikTok, oh Gott. Er heißt doch Memo-Rap-Check, was hat Mois und Maestro-Thema damit zu tun? Ist das jetzt Memo-YouTube-Check, Memo-Fußball-Check, Memo-Bester Döner Berlins-Check? Was sollen wir noch machen? Beschwert, wenn er mal unter die Räder kommt und derjenige ist, der am lautesten schreit. Memo, du hast doch meine Nummer. Hast du mich einmal angerufen? Hast du einmal gefragt, ey, was ist da passiert? Willst du überhaupt, dass das Thema groß wird? Darf ich überhaupt drauf reagieren? Soll ich drauf reagieren? Wie soll ich drauf reagieren? Wäre es nicht anstandshalber richtig gewesen, mich zu fragen, mich anzuschreiben? Haben wir nicht einen gepflegten Kontakt vorher gehabt? Hatten wir, oder? Hast du nicht gemacht, weil dir einfach die 2,50 Euro wichtiger waren. Ja, dann noch auf TikTok. Dann noch anscheinend auf TikTok. Da, wo du erst auf eine Minute Videos was verdienst. Stark, Memo-Rap-Check. Memo-Rap-Check. Ich habe Maestro heute nicht angerufen. Gerüchten zufolge war Flair auch da am Start. Eine andere Sache, Sufjan, was ist mit dir? Oh, Sufjan. Ah, Bibi Sufjan, wallah, hab letztes Jahr ein Video rausgemacht, wie heißt es nochmal? Dieses Video habe ich damals rausgebracht, ne, vor einem Jahr knapp. Die haben auf jedes Video haben die reagiert, außer auf das Video. Dann habe ich aber privat die Meinung gehört. Von einem, der in diesem Video mitkam, habe ich dann privat gehört, wurde mir gesagt, warum soll ich auf Onojans Video antworten, wenn er recht hat? Stark. Danke, korrekt nochmal, ne? Bester Mann. Ihr dreht über jeden Scheiß ein Video, über jeden kleinen Scheiß habt ihr ein Video gedreht zu der damaligen Zeit mit Mois. Aber als dann hieß, ja, warum soll ich auch auf Onojan antworten, wenn er recht hat? Auch mal die Fresse halten. Auch mal einfach nicht sagen, ja, er hat recht. Tut mir nochmal leid. Stark. Von anderen die Fehler aufdecken, aber selber keine zugeben dann. Aber da war auch wieder Surfin am Start, Alter. Also guck mal, ich verurteile ihn nicht dafür, weil er ist am Ende des Tages auch, sagen wir mal, Meinungsblogger. Er war ja früher er hat ja Musikreactions gemacht. Mittlerweile macht er auch viel mit Meinung. Ich verurteile ihn nicht dafür, aber wenn man anscheinend im Hintergrund ein gepflegtes Verhältnis miteinander hat, so, ja, nee, man weiß, wer ist und man versteht sich, finde ich es aber traurig, wenn da Leute verkauft werden. Sei es jetzt von Memo Rap Check oder vielleicht sogar von Sufjan. Wie gesagt, ist jetzt kein Front an ihn gewesen, aber keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, Alter. Auch meine Nummer. Wir hatten doch auch respektvollen Umgang. Hier, guck, da ist eine Nummer gehabt. Die letzten Jahre, oder nicht? Zwar nicht viel, aber der war respektvoll. Mit Herzen, dies, das, pipapo. Und was ist bei dir gewesen? Hast du dich gemeldet? Hast dich auch nicht gemeldet, wa? Weil dir die 2,50 Euro auch besser geschmeckt haben. Hast du genug Sachen hinzugedichtet? Hast versucht, deine Nase irgendwo reinzustecken und Detektiv Conan zu spielen? Und was hat das gebracht? Dann gibt es noch eine Thematik, zu der ich mich äußern möchte. Und das ist jetzt Yo Snake. Okay, erstmal. Yo Snake macht eine Cartoon-Serie. Boah, Yo Snake, Alter, walla. Yo Snake, wisst ihr noch, Chat? Das Video war gefühlt 10 Minuten alt. Wir haben darauf reagiert einfach. Kam nie online. Hier, auf den Kanal. Guck mal, der hat doch mittlerweile schon 8000 Abonnenten. Stark. Ist auch krasser Content, so ist ja nicht. Wir haben auf das Video reagiert gehabt und nach ein paar Minuten abgebrochen, weil ich einfach das Thema nicht so gefühlt hatte. Aber mal gucken, was er dazu sagt, Alter. Krass, aber die sind gut gewachsen. Bin ich aber auch nur drauf gekommen, ehrlich zu sein, weil Momuli mir das geschickt hatte. Hacke Sack. Momuli meinte, check mal ab, ist gut und so. Ist ja auch gut gewesen. Finde ich erstmal schon mal gut. Alles gut. Ist lustig. Bisschen South Park auf Deutsch. Und ja, ich habe diese Herrschaft getroffen. Waren sympathisch. Im Goldman Tower. Ein einziges Mal, soweit ich mich erinnere. Ich will jetzt hier nicht lügen, so, aber soweit ich weiß, haben wir uns einmal getroffen. Und das haben sie auch genauso wiedergegeben in ihrem Comic. Ich war da, die haben mir ihre Serie gezeigt. Ich habe sogar gesagt, also ich glaube, eine Folge habe ich gesehen. Und ich habe gesagt, finde ich gut, wird bestimmt durch die Decke gehen, ist cool, habe Props da gelassen. So, dahingehend stimmt es, was die da gezeigt haben. Die haben aber das dann so dargestellt, dass Alim und ich dann aus diesem Raum da rausgegangen sind und Alim mich dann unsittlich berührt hat im Flur und ich habe voll ekelhaft, also angeekelt geguckt und sonst was. Ich meine, ich erinnere mich an so eine Sache nicht. Ich dachte mir, Alim hat einfach meist das Arsch angepackt. Boah, Bruder, boah. Dass sowas passiert ist. B, ich erinnere mich insgesamt überhaupt nicht, dass ich ja unsittlich berührt worden bin. C, selbst wenn das passiert wäre, das ist es nicht, aber selbst wenn das passiert wäre, ich bin 33 Jahre, ich habe Frau und Kind zu Hause. Denkt ihr, das ist korrekt, dass ihr das ohne mit mir vorher zu sprechen, ohne meine Erlaubnis zu haben, in irgendeiner Comicserie dann liegt, wenn es wirklich der Wahrheit entsprochen hätte? Denkt ihr, das ist der richtige Weg? Denkt ihr nicht, das eine andere oder ist vielleicht ein bisschen drüber? Ich meine, ich werfe euch das nicht so hart vor. Also bei euch ist wirklich alles gut. Ihr seid einfach jung, ihr seid on fire, ihr wollt gerade Content liefern, ihr macht lustige Sachen, alles schön und gut. Ich will euch nur damit sagen, dass man immer bedenken muss, in welcher Situation Menschen gerade sind und ob das vielleicht richtig ist, was man gerade macht. Ihr habt einfach
mich in diese Serie gepackt und eine Sache erzählt, die ihr sogar noch damit bestärkt habt, dass ihr gesagt habt, ist wirklich so passiert. Könnt ihr Maestro fragen? Ja, wenn mich jemand fragt, sage ich, kann ich mich nicht so erinnern. Und das ist nicht dieses Vorgericht, ich erinnere mich. Ich werde im Chat schon meine Meinung jetzt dazu sagen. Meine Meinung zu dem könnt ihr Maestro fragen und dann seine Antwort drauf ist kurz und knapp einfach Eier. Ja, das ist meine Meinung dazu. Einfach nur Eier. Mich nicht mehr, sondern wirklich, also an sowas kann ich mich wirklich absolut nicht erinnern. Und warum ich mich überhaupt jetzt dazu äußere, ist, eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen. Eigentlich ist es auch nicht meine Pflicht, was dazu zu sagen. Auch wenn andere Menschen gesagt haben, ja doch, das ist seine Pflicht, was dazu zu sagen. Ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich weiß, und jeden Tag gibt es 100.000 Lügen über mich. Besonders, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr euch mit Themen wie Israel, mit Russland, mit Putin, mit AfD, mit deutsche Bundesregierung, mit so vielen kritischen Themen auseinandersetzt, so viele Leute euch auf dem Kicker haben, so viele Leute versuchen dich als Antisemiten, als Rassisten, als Islamisten, als was weiß ich nicht was darzustellen, gibt es so viele Lügen im Netz, soll ich auf alle antworten? Es ist nicht meine Pflicht. Ich mache es an dieser Stelle, damit vielleicht ihr ein bisschen was davon mitnehmt. Das mache ich wirklich für euch, damit ihr vielleicht auch reflektiert in der Zukunft und darüber nachdenkt, was ihr macht. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Thematik. Shieno. Auch da, Sachen im Internet, die werden geredet. Ich kriege DMs von allen Seiten. Leute, die mich beleidigen, Leute, die meine Familie beleidigen, Leute, die Druck versuchen, auf mich aufzubauen und verschiedenste Sachen. Warum? Weil im Internet auf einmal das Gerücht, das sinnlose Gerücht kursiert, ich habe mit Shieno Kontakt, ich stecke hinter ein paar Sachen oder sonst was. Muss ich? Ja, wieder irgendwelche Hineininterpretationen von random Leuten, Alter, die im Internet sitzen und dann sagen, ja, ich weiß davon mehr und mehr. Wie viele Leute gibt es da draußen? Richtig dummes Beispiel. Die einfach sagen, die kennen mich. Ich bin privat so, ich bin privat dies, ich bin privat das. Ins Knie, Alter. Mit wem habe ich denn privat zu tun, Alter? Mit gefühlt, ey, mit wem ich privat zu tun habe? Ich kann es an einer Hand abzählen. So, wisst ihr, was ich zu tun habe? Wisst ihr, was ich meine? Und dann gibt es einfach die Leute, die wollen in der Öffentlichkeit ein bisschen interessanter wirken und sagen dann, ja, ich weiß das, ich weiß dies, ich weiß, und einfach 99% ist einfach eine Lüge. Muss ich leider jetzt klarstellen an dieser Stelle. Habe ich auch keinen Bock zu. Ich habe natürlich nichts mit Shieno zu tun. Ich hatte was mit ihm zu tun und ich erkläre euch jetzt auch genau was. Das mache ich einmal und das letzte Mal. Ich habe letztes Jahr im Dezember, ich glaube, das war so der 3., 4., 5. Dezember, so um den Dreh, habe ich einen Anruf bekommen, einen anonymen Anruf. Geht ran, da ist eine Person, die ich nicht kenne. Ich frage, wer es ist. Er sagt, er ist Shieno. Kenne ich auch nicht. Ich kenne auch die Stimme nicht. Ich weiß gar nichts. Worum geht's? Und dann wird schnell klar, es geht um Alim. Und ich habe in diesem Telefonat gesagt, ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte es nicht. Und er wollte sich auch mit mir treffen. Ich habe gesagt, ich möchte mich auch nicht treffen. In diesem Telefonat ging es aber nicht um irgendwelche Spenden oder Erdbebenopfer oder sonst was. In diesem Telefonat ging es um eine andere Sache. Und in diesem Telefonat ging es auch um Unmut. Und zu diesem Zeitpunkt weiß ich ja nicht, was genau passiert ist. Was ich aber gesagt habe, ist, schau mal, ich habe meinen Frieden gefunden. Das habe ich im Dezember schon gesagt. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ich bin fein mit mir selber. Ich gehe einen Weg, den ich gerade sehr schön finde. Ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich würde an deiner Stelle genau so verhalten. Alles, was passiert ist, zähl es als Lehrgeld. Du lernst dazu, du bist jung. Man lebt dein Leben weiter, friedlich, schön, mit positiven Sachen. Konzentrier dich auf was Positives. Ja. Was hat's denn gebracht, Alter? Der hat 5 Videos rausgebracht oder so. Eins davon war mit einem Lukas, der früher obdachlos war. Den hat einfach geholt und hat erzählt, was Sache ist. Ja, der hat keine Matratze. Einen Satz später sagt Shieno einfach, ich habe ihm das und das und das bezahlt, aber eine Matratze wurde ihm nicht bezahlt. So, fand ich einfach irgendwann einfach random Videos, Walla. Und dann sind die Videos jetzt offline und dann wurde gesagt, Mois setzt sich mit Shieno an einen Tisch. Mois und Shieno haben sich zusammen gefunden. Junge. Er hat mir gesagt, dass er ein Video geplant hatte, dass er ein Video machen wollte. Ich habe gesagt, mach nicht. Ich habe 5, 6 Mal gesagt, mach nicht. Ich habe auch gesagt, du bist ein erwachsener Mann, du kannst machen, was du willst. Aber mein Tipp an dich, mach nicht. So. Und so wie ich verstanden habe, kam auch danach kein Video, auch weil ich das im Telefonat so gesagt habe. Und dann kam halt dieser Februar, wo dann das Video von ihm erschienen ist zu Mois. Ich habe seine Nummer immer noch nicht. Er hat mich damals anonym angerufen, danach auch keinen Kontakt mehr. Und nach seinem Video hat er sich bei mir gemeldet. Warum? Weil er wohl von irgendwo gehört hat, dass ich vielleicht auch ein Video mache oder sonst was. Er hat mit mir geschrieben. Und da habe ich ihm nochmal gesagt, hey, nee, ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. So, wir haben uns unterhalten. Und jetzt kommt ein bisschen ein kompliziertes Thema. Ich kann nicht sehr viel dazu sagen, weil ich dazu später auch ein eigenes Video machen möchte, also in nächster Zeit. Es gibt eine Thematik, die betrifft mich, wo ich Schaden erlitten habe. Ich und noch eine Person des öffentlichen Lebens, die ihr sehr gut kennt. Wir beide in einem Team, haben einen Schaden erlitten. Zu unrechter Weise. Unschön. Und zu dem Zeitpunkt, wo Shieno mir geschrieben hat, wusste ich nicht,
Wer ist alles involviert in diese Thematik? Also da gibt es eine Gegenpartei quasi. Diese Gegenpartei ist keine Person des öffentlichen Lebens, von der wir einen Schaden erlitten haben. Es gibt diese Gegenpartei, keine Person des öffentlichen Lebens, wir haben einen Schaden erlitten. Aber wir wissen nicht, ob vielleicht Leute, die wir kennen, da vielleicht was mit zu tun haben oder nicht. Können die Leute nicht einfach in Ruhe leben, Alter? Warum muss man deren Kopf privat ficken? Maestro hat 30 Videos gepostet, 29 davon waren irgendwelche Aufklärungsvideos, die ja gut waren. Dann waren noch viele Videos über Mekka und Umre und so. Und dann kommt einmal wieder so, was hat der Mann euch angetan? Also, warum sind die Leute besessen von ihm einfach? Es ist ein bisschen verwirrt gerade alles. Und deswegen habe ich erstmal für mich selber reflektieren müssen und ein bisschen etwas rausfinden müssen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch Shenno gesagt, ich hoffe, dass ich mich nicht zu dieser ganzen Thematik insgesamt äußern muss. Vielleicht, weil das eine da was reinschneidet oder sonst was. So, ich werde mich inshallah zu dieser Thematik in der Zukunft nochmal äußern. Aber in diesem Zeitraum war es auch turbulent für mich. Okay, so in diesem Zeitraum gab es auch einige negative Dinge, die ich gehört habe über eine bestimmte Person. Alles ist chaotisch, man weiß gar nichts und so. Und deswegen habe ich mich in der Öffentlichkeit auch komplett zurückgehalten. Weil wenn ich nicht weiß, dann rede ich nicht. Warum sollte ich das tun? Dieses Verhalten habe ich ja vorhin schon kritisiert bei anderen Kollegen. Aber nun gut, irgendwann kam ein bisschen Licht ins Dunkel und ich habe ein bisschen mehr begriffen. Und dann hat sich einiges auch gelegt und auch die Gemüter haben sich beruhigt und der Monat Ramadan begann, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich möchte diesen Ramadan genießen. Letztes Jahr konnte ich das nicht. Warum? Da gab es ja diese ganze Thematik, die ihr wisst von letzten Jahr. Das war ja im Ramadan, genau da, wo mein Sohn geboren ist. Und dieses Jahr wollte ich den Fastenmonat dementsprechend genießen und ich habe da auch im Fastenmonat ja meine Pilgerreise gemacht, meine Umra nach Mekka. Also habe ich mich zurückgezogen, habe auch die Zeit genossen, alles ist gut. Ich bin zurückgekommen, man erkältet sich dort, ist normal, weil so viele Menschen aufeinandertreffen. Ich bin ein bisschen krank gewesen, meine Frau dann auch, und hin und her und pipapo und der Kleine auch. Alhamdulillah, ihm geht's besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam ich wieder, dann gab es diese Thematik eben mit dieser Sache am Telefon, Stories hin und her, das wurde geklärt, Thema durch. So, jetzt bitte, ich küsse eure Herzen. Was habe ich mit Shenno zu tun? Ich kann weder sagen, jo, er sagt die Wahrheit, noch kann ich sagen, jo, er lügt, noch kann ich sagen, guter Typ, noch kann ich sagen, schlechter Typ. Ich kenne ihn nicht. Ich rede nicht über ihn. Was soll ich über ihn reden? Also, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, ich habe mit dem, was Shenno in der Öffentlichkeit gesagt hat, nichts zu tun. Aber warum sage ich das hier an dieser Stelle jetzt? Weil Shenno in seinem ersten Video gesagt hat, ja, ich habe auch mit Maestro telefoniert. Damit hat er das Bild erweckt bei den Leuten. Oh mein Gott, Digga. Dass ich vielleicht was damit zu tun haben könnte. Und Leute haben dann angefangen, eins und eins zusammenzuzählen. Er hätte auch sagen können, ja, ich habe mit ihm telefoniert, ist aber schon ein paar Monate her. Er hat mir abgeraten, ein Video zu machen. Das hat er aber nicht getan. Ich nehme ihm das auch nicht böse. Vielleicht hat er das einfach in dem Moment nur so beiläufig erwähnt. Aber wir merken, jede Aktion im Internet führt zu einer Reaktion und alles hat einen Impact, alles hat einen Einfluss. Und Menschen, auch wenn sie einem nicht schaden möchten, können einem doch mit irgendwelchen Aussagen schaden. So, jetzt sitze ich hier, habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Thematik und muss euch das trotzdem 1:1 auf Kindergartenniveau vorkauen, was passiert ist, damit ihr begreift. So, zu dieser Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich noch nicht viel zu sagen konnte. Ja? Diese Thematik ist übrigens immer noch nicht geklärt. Und diese Thematik, die werde ich auch aufrollen im Internet, voraussichtlich. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommen wird, ja, sag ich offen und ehrlich. Er tut mir einfach leid. Das ist der Grund, weshalb ich hier drauf reagiere. Das ist das, was ich am meisten dazu sagen kann. Er tut mir einfach leid. Lasst ihn doch einfach in Ruhe sein Business machen, mit seiner Familie wachsen. Lasst ihn doch einfach in Ruhe, Morok. Wenn ich mir das Video hier angucke, einfach 20 Leute haben mir einfach eingemischt in etwas, womit er nichts zu tun hat. Boah, Morok, ja. Ich will jetzt hier nichts fest versprechen, aber so wie es jetzt aussieht, so wie die Menschen sich aktuell verhalten, werde ich das Thema wahrscheinlich aufrollen müssen. Und das wird auch unschön werden. Aber das ist eine Sache, die ich machen muss, weil da auch öffentliches Interesse dran besteht. Weil ich auch bezüglich dieser Thematik schon sehr viele Nachrichten und DMs bekommen habe. Ihr versucht gar nicht... Mäus wird ihm keine Ruhe geben, schreibt einer im Chat. Wer weiß, ob es aber wirklich auch Mäus ist, der ihm keine Ruhe gibt. Dieses Umfeld von Mäus, okay, ja, damit hat er auch schon ein bisschen was zu tun. Die haben ein bisschen Kopf... Dann gab es anscheinend auch Leute im Internet, die ihn mit in Sachen eingemischt haben, die mit ihm nichts zu tun haben. Das meine ich. So, ich habe hier gehört, Memo Rapcheck zum Beispiel, Sufian und so. Das sind auch unnötige Kopfschmerzen einfach. Er wird in Sachen eingemischt, womit er nichts zu tun hat. Warum? Weil es einfach interessanter ist bestimmt. Weil es einfach mehr Geld bringt bestimmt. Mehr Klicks. Nicht erst zu spekulieren, ich werde auf keine Spekulation eingehen, ihr werdet es sehen, wenn es kommt, aber das ist eine Sache, die hat jetzt mit dieser ganzen Thematik gar nichts zu tun. Haben wir alles aus dem Weg geräumt? Haben wir alles geklärt? Gut. Dann kommen wir zu der letzten Sache. Ich kann euch nichts zu der Spendenaffäre von Alim sagen. Kann ich nicht. Er hat selber etwas in der Öffentlichkeit erzählt und ich bin gar nicht in einer Position, das meine ich nicht positiv, aber auch nicht negativ,
und das meine ich wirklich vom ganzen Herzen, ich bin nicht in einer Position, dass ich hier irgendwie auch nur ansatzweise urteilen könnte. Was ich euch sagen kann, ist, dass auch aus dem Verwandtenkreis der Angehörigen meiner Frau Menschen Verluste erlitten haben in der Türkei. Dass da auch Menschen umgekommen sind. Dass Angehörige meiner Freunde umgekommen sind, auch dort in der Türkei. Dass dieses Thema für mich ein sehr emotional wichtiges Thema gewesen ist und es immer noch ist, dass ich sehr viel geweint habe in dieser Zeit und dass ich am liebsten hingeflogen wäre und selber geholfen hätte. An der Stelle bitte einmal kurz Liebe in den Chat, weil bei dem Thema tut es mir maximal leid. Einmal Liebe in den Chat. Meine Frau war im 9. Monat. Ich war zu Hause, wir haben beide jeden Tag geweint. Ich kann euch sagen, dass das Thema mich persönlich trifft. Und genau deswegen ist dieses Thema auch ein Thema, was man nicht leichtfertig angehen sollte. Ich kann wieder nur wiederholen, ich kann dazu nichts sagen. Ich verstehe nicht, wieso ihr mir die ganze Zeit DMs schreibt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, und das ist jetzt neutral ohne Wertung, so wie es schon Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Damals, hier, Streaming with Heart. Eine Kampagne, wo Streamer gestreamt haben, Geld über Tipi-Stream gesammelt haben, was dann auf PayPal gelandet ist, für den Deutschen Krebsbund oder sonst was, Krebshilfeverein. Das wurde gesprengt. Stay hat damals Videos gemacht, weil Spenden über PayPal, über private PayPal-Accounts zu sammeln, eben komplett falsch ist. Das kann ich jedem nur abraten, das wird euren Untergang bedeuten. Das wurde aber danach noch weiter gemacht. Nicht unbedingt böswillig, aber von Menschen, die es eben vielleicht nicht wussten. Auch ein Jalous letztes Jahr. Auch ohne Wertung, aber auch... Schwer, Jalous. Auch da wurden Spenden gesammelt über einen Influencer. Und auch jetzt bei dieser Thematik wurden Spenden gesammelt über einen Influencer. Und was ich euch nur mit auf den Weg geben kann, damit dieses Video auch dahingehend einen steuerrechtlichen Mehrwert hat. Wenn du Spenden sammelst über PayPal als Influencer, dann musst du diese Spenden versteuern. Denn du bist kein gemeinnütziger Verein, du bist keine gemeinnützige Organisation. Dir hat das Finanzamt deine Gemeinnützigkeit nicht bescheinigt, sodass du Spendenbescheinigungen ausstellen darfst. Das heißt, in dem Moment, wo Leute dir Geld spenden, kann es nur zwei Gründe haben. Spende kannst du nicht kriegen, du bist kein gemeinnütziger Verein. Entweder ist es eine Schenkung oder es ist eine Einnahme, die versteuert werden muss. Eine Schenkung kann übrigens auch versteuert werden, aber da ist der Freibetrag bei 20.000 Euro pro Person pro Kalenderjahr. Bei Personen des öffentlichen Lebens wie Influencern, die streamen oder die Videos machen, ist leider aber diese Schenkung dahingehend ausgeschlossen, dass man sagt, eine Spende oder eine Schenkung erfolgt immer ohne Gegenleistung. Du darfst keinen Leistungsaustausch haben. Bei Streamern oder YouTubern oder Influencern allgemein hast du das aber, weil du kriegst Content und dafür gibst du Geld. Auch wenn es freiwillig ist, du bezahlst quasi indirekt für diesen Content. Du kriegst eine Gegenleistung. Manche Gerichte, wie das Finanzgericht Düsseldorf, gehen sogar so weit, dass sie sogar sagen, dass es umsatzsteuerbar ist. Und das kann sogar unter Umständen tatsächlich der Fall sein. Dann müsstest du nicht nur Einkommensteuer auf diese Spenden zahlen, sondern du müsstest auch die Umsatzsteuer, den Umsatzsteueranteil rausrechnen, indem du das geteilt durch 1,19 machst und dann mal 0,19. Dann hast du den Anteil, was die Umsatzsteuer darstellen soll. Den musst du ans Finanzamt erstmal abdrücken und dann musst du noch die Einkommensteuer abdrücken. Das heißt, wenn du zum Beispiel 100.000 Euro sammelst, kannst du schon davon ausgehen, vielleicht musst du direkt schon mal 16.000 Euro circa Umsatzsteuer ins Finanzamt abführen. Für die, die jetzt sagen, hey, warum 16, warum nicht 19.000? Weil du von 100 rausrechnest und nicht von 119. Wenn das dein Horizont übersteigt, dann ist egal. Aber 16.000 circa und dann zahlst du nochmal circa 35.000 Euro Einkommensteuer drauf, weil ab 66.000 und paar zerquetschen geht der Höchststeuersatz von 42% und 42% angewendet auf diese restliche Summe, wenn man die Umsatzsteuer rausrechnet, sind dann so circa diese 35.000. Das heißt, am Ende zahlst du 50, 51, 52.000 Euro ans Finanzamt von dem, was du da gesammelt hast. Und stell dir mal vor, Leute spenden Geld, ein Influencer sammelt 100.000 Euro, davon geht einfach 52.000 gefühlt dem Finanzamt. Stark, stark. Das bringt das Ende für die meisten Influencer, weil sie das Geld sammeln, dann verteilen sie das Geld meist nicht an gemeinnützige Vereine, wo sie eine Spendenquittung kriegen, sondern an Menschen, die das wirklich brauchen. Diese Menschen, die das kriegen, sind aber eben keine gemeinnützigen Vereine. Die können auch keine Spendenbescheinigung ausstellen. Das heißt, der Influencer kann das nicht geltend machen in seiner Steuerbescheinigung. Und dann zahlt er diesen ganzen Betrag. Und dann hast du nur noch die Hälfte davon übrig, von dem, was gespendet worden ist. Das wissen die aber noch nicht, weil die Steuer kommt ja ein halbes Jahr, ein Jahr später, nachdem das passiert ist. Also spenden sie das ganze Geld. Irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, gib mir mal das Geld. Und dann hast du das. Und dann bricht dir das Genick. Gehen von. Guck mal, mit diesen. Und habe ich mehr gelernt als in 2 Jahren auf einer Wirtschaftsschule. In dem Best Case aus, der Influencer, der das Geld gesammelt hat, gibt das dann nicht den einzelnen Menschen, die das tatsächlich brauchen, vor Ort im Katastrophengebiet. Nein! Der gibt das selber an eine gemeinnützige Organisation. Dann hättet ihr auch selber an diese
Organisation spenden können. Plus on top kommt, diese gemeinnützige Organisation stellt dann eine Spendenbescheinigung aus auf den Namen des Influencers, weil der das Geld ja spendet. Und der kann das dann steuermindernd in seinen Steuern geltend machen. Bis zu 20% zum Gesamtbetrag deiner Einkünfte kannst du das sogar absetzen und würde deine Steuerlast nicht heben. Wenn es aber darüber hinausläuft, dann schon. Und 20% sind schnell erreicht. Stell dir mal vor, wenn du 100.000 Euro spenden möchtest und nicht möchtest, dass das dich steuerrechtlich belastet, dann darf das Finanzamt A nicht sagen, dass das umsatzsteuerbar ist, weil sonst sind 19% davon schon automatisch weg, die du nicht wieder siehst. Plus B, du musst mindestens 500.000 Euro verdient haben in dem Jahr, damit du das geltend machen kannst, damit das diesen Gesamtbetrag der Einkünfte nicht übersteigt. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr viel Mathematik und ich will gar nicht auf die Mathematik jetzt zu stark eingehen an diesem Punkt. Aber wie ihr gerade merkt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Spenden zu sammeln als Influencer über PayPal. In dem Gedanken, wenn das Geld reinkommt und ich es rausgebe, ist alles finito. Das ist es nicht. Das wird dir das Genick brechen. Mach es nicht. Nimm eine Organisation wie Better Place. Better Place zum Beispiel, und das ist keine Kooperation, bietet dir das gleich an. Du kannst Kampagnen starten. Die Leute können direkt dahin spenden. Nur Better Place kann Spendenbescheinigungen ausstellen. Direkt vollautomatisiert über deren Seite und sonst was. Und du hast mit den Zahlungen selber nichts zu tun. Das Finanzamt will also am Ende des Tages nichts von dir. Und wenn du jetzt ein Zuschauer bist, spende bitte nicht an deinen Lieblingsstreamer, an deinen Lieblings-YouTuber, deine Lieblings-YouTuberin oder Streamerin oder sonst wen. Spende einfach nicht. Spende direkt an Organisationen, wo du weißt, die können mir eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das sind übrigens alle eingetragenen Vereine mit einem gemeinnützigen Zweck, außer wenn es dem Spaß dient. Wie zum Beispiel Fußballverein, Sportverein, Kulturverein, Karnevalsverein, Schützenverein, Segelverein, keine Ahnung was, Tierzuchtverein. Diese ganzen Vereine nicht. Wenn es ein Verein ist für gemeinnützige Zwecke, für mildtätige oder kirchliche Zwecke, dann kannst du fragen, könnt ihr eine Spendenbescheinigung ausstellen? Und wenn die das vom Finanzamt erlaubt bekommen haben, dann könnt ihr auch wissen, da kann ich getrost spenden, das kann ich auch in meiner Steuererklärung einreichen und das später geltend machen. Alternativ einfach nur für den inneren Monk von mir, um den zu befriedigen und damit das Ganze vollständig ist. Du kannst auch in den Vermögensstock einer Stiftung spenden oder du kannst auch an eine Partei oder eine Wählervereinigung spenden. Das geht auch laut dem Einkommensteuergesetz. Alles andere nicht. Also, dein Lieblings-YouTuber fällt nicht darunter. Okay, jetzt habt ihr was aus diesem Video auch mitgenommen. Ich habe mich zu allem geäußert, wozu ich mich äußern wollte. Stark. Am Ende haben wir sehr viel Mathematik gelernt, aber was das Ding angeht, was das Hauptthema hier am Anfang angeht, sage ich nochmal, lass diesen Mann endlich in Ruhe, ja? Sollte oder sollte. Mich interessiert wirklich nichts, 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 außer das Wohl meiner Familie und dass ich in Ruhe meinen Content machen kann. Und darum würde ich euch bitten. Darum habe ich auch damals dein Update gebeten, deren Kommentarsektion so Müll ist, dass sie sich jeden Tag hoch und runter beleidigen und die ganze Sippschaft, wo bis heute keiner was dagegen macht. Und darum bitte ich jetzt auch Leute wie MemoRapCheck, Leute wie Sufian, bitte lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ihr unbedingt berichten müsst, der dann berichtet, okay, kein Problem. Wenn du aber dir das Recht rausnimmst, auf alles zu reagieren und Sachen größer zu machen, okay, und mir damit indirekt zu schaden, dass du sagst, du stellst dein Brot, wo du dich entschieden hast, dein Brot mit Gossip zu verdienen, das stellst du über mein Brot und mein Wohlbefinden, dann wird es leider in Zukunft auch so enden müssen, vielleicht, dass ich Videos runternehmen lasse. Denn das ist mein gutes Recht und ich war noch nie einer der YouTuber, die gesagt haben, Ehrenkodex, man strikt sich nicht. Doch, Digi, ich werde striken, gar kein Problem, dafür ist doch ein Strike da. Wenn Urheberrecht verletzt wird, wenn was mein gutes Recht ist oder wenn Menschen mir schaden. Und ich möchte das nicht so weit kommen lassen. Lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich weiter meinen Content machen. Lasst mich weiter Palästina-Videos drehen. Lasst mich weiter gegen die Bild-Videos drehen. Lasst mich weiter politische Videos drehen. Lasst mich schöne Videos drehen. Lasst mich doch. Lasst mich Family-Vlogs drehen. Lasst mich mit meiner Familie eine schöne Zeit haben. Lasst mich meine Hasanat sammeln. Lasst mich den Dingen widmen, auf die ich Lust habe. Und das Letzte, womit ich dieses Video noch abschließen möchte, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht äußern, aber ich möchte es. Es gab auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, guck mal, der benutzt das jetzt als Schild. Ich mache Videos für Palästina, zieht mich nicht mit rein, das ist kein Schild. Wenn ich es einmal so beiläufig gemacht hätte und das als Ausrede benutze, obwohl ich die ganze Zeit im Internet rumtrolle, dann vielleicht mach du erstmal 30 Videos zu der Thematik, dann hast du vielleicht auch irgendwann das Recht zu sagen, ey Leute, ich beschäftige mich mit diesem ganzen Gossip nicht, mit den ganzen Hass, beleidigenden Negativitäten nicht. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ja, ihr alle, ich habe euch allen verziehen, wenn ihr mir was getan habt. Hier, stark, stark, Syrer, endlich mal was Gutes geschrieben. Keiner kann dein Eiern was, kurz und knapp, keiner kann Maestros Eiern etwas. Wenn er Videos drehen will, dann dreht er sie, Modok. Wenn er morgen ein, ich kaufe meinem Sohn 5000 Euro Spielzeuge macht, dann macht er es. Aber dann will ich auch nicht von irgendjemandem wieder hören, MemoRapCheck, Maestro hat auf dem Weg, als er seinem Sohn 5000 Euro Spielzeuge gekauft hat, Mois seinen Namen in Google eingegeben. Was hat es damit auf sich? Flair berichtet.
Ich mache meinen Hack bei jedem Halal. Dankeschön. Ich möchte nichts von euch. Ich möchte wirklich nichts von euch. Lasst mich einfach in Ruhe. So, jetzt kommen wir zu einer Formulierung, wo der eine oder andere vielleicht sich inzwischen drüber lustig macht, weil es so inflationär genutzt wird. Hack Halal. Manche machen sich drüber lustig. So eine wichtige Sache in unserem Glauben und Menschen machen sich drüber lustig, weil andere Menschen mit dieser Aussage oder mit dieser, ja, mit diesen Wörtern nicht so umgehen, wie sie es vielleicht sollten. Hack bedeutet das Anrecht bei uns im Glauben. Und das ist ein gewaltiges Wort. Warum? Wenn du eine Sünde begehst, eine Sünde vor Gott, dann kann Gott dir diese Sünde vergeben. Wenn du aber einem anderen Menschen was antust, wenn du sein Recht nimmst, ja, zum Beispiel, du tust ihm was an, du fügst ihm Schaden zu, dann hast du ihm etwas genommen, was nicht dein Recht war. Das kann dir Gott, das kann dir Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben. Das muss dir dieser Mensch vergeben. Und am Tag der Abrechnung wird dieser Mensch, daran glauben wir ganz fest, dann sein Recht von dir zurücknehmen. Und das in Form von guten Taten. Das heißt, jeder hat ein Konto mit guten Taten. Und mit ich frage mich auch, warum sich so Türken darüber lustig gemacht haben, ja, in letzter Zeit. So, ich habe ja auch ein paar Kommentare mitgelesen und sowas, wo er auch oft gesagt hat, ich habe mein Hack Halal gemacht, so und so. Türken machen sich lustig. Lanmoruk, einer der meistgehörten, krass, Sätze, die ich im türkischen gehört habe, war irgendwas wie Hakkın Helalet und so, Hakkın Helalet. Auf einmal finden Leute es witzig, weil es ja mit YouTube was zu tun hat. Mois, Memo, Rap, Jack. Mit schlechten Taten. Und wenn du gute Taten hast und du schuldest jemandem was, nimmt er von deinen guten Taten. Wenn du keine guten Taten mehr hast, gibt er dir von seinen schlechten Taten. Oder so ist er dann im Plus. Und damit das nicht passiert, macht man sein Hack Helal. Man sagt, ich verzichte auf mein Recht, was ich bei dir noch offen habe, du auf meins, wir sind bei Null. Dafür muss nicht alles tatsächlich auf Null gewesen sein. Beide Parteien verzichten einfach auf alles und sagen, ich mache hier einen Schlussstrich und ich führe mein Leben einfach fort. Mit Frieden im Herzen. Das gilt natürlich nicht für diese eine Sache, wo ich noch ein Video droppen werde, weil das ist ein persönliches Anliegen jetzt inzwischen von mir. Wenn aber jemand in Zukunft auf die Idee kommt, wie gesagt, mich zu provozieren oder sinnlose Sachen machen zu wollen, dann werde ich dieses Jahr nach meinem Vorsatz versuchen zu leben und eben nicht mehr politisch korrekt sein und werde dann einfach meine Schlüsse daraus ziehen. Wie gesagt, ob das ein Strike ist oder sonst was, ist auch egal. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Ich wünsche euren Familien nur das Beste. Wenn ihr Liebe da lassen wollt, könnt ihr das in den Kommentaren tun. Okay. Wenn ihr das Video liken wollt, dann könnt ihr das tun. Damit würdet ihr mir einen Gefallen tun. Mit den Worten, passt auf euch auf. Peace. Kuss, Kuss, Kuss. Starkes Video, ein Video, was auch gerechtfertigt ist. Wirklich nur lieber ein Maestro. Ich sage es nochmal, das 10. Mal in diesem Video. Er tut mir einfach leid, weil er in Sachen eingemischt wird, womit er nichts zu tun haben will. Och, reicht doch langsam, ja. Guck mal, als ein Meinungsblogger, ne? Es hört sich vielleicht sehr komisch an, wenn ich das sage. Weil ich habe auch viele Videos gemacht über Leute, wo ich hoffe, ich habe deren Hack nicht genommen. Wenn es so war, dann auch. Natürlich, Hakkın Helalet sind also, inshallah, so, ne? Hakkın Helalet. Aber ich sag's, wie es ist. Ich habe mich selber so gut es geht davon distanziert. Ich mache natürlich noch ein paar Reactions zu hier und da. Aber ihr habt selber gesehen, auf meinem Hauptkanal kam seit einem Monat kein Video. Auf dem Hauptkanal wird aber auch irgendwann die Bombe platzen. Es gibt zu viel, was passiert im Hintergrund. Während ich mich auf Streaming konzentriere, gab es trotzdem Leute, die mir ans Bein gepisst haben. Und diese Bombe wird platzen. So, aber jetzt aktuell fühle ich es nicht. Ich fühle mich wohl, dass ich hier sitze und ich sag mal guten Content in dem Sinne von, ich unterhalte euch. Okay, wir machen viel Reaction, das finde ich jetzt nicht, ist brutaler Content, weil ich sitze hier so, ich pausiere nur. Aber wenn wir Discord-Sachen machen, wenn wir Community-Dinger machen, wo wir alle lachen, fühle ich viel mehr, als dass ich mich hinsetze und zwei Tage ein Video gegen jemanden plane, den ich dann von A bis Z beleidige. So, wisst ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will, ist, ich hoffe, dass Maestro in Ruhe jetzt einfach sein Content weiter durchziehen kann. Und wenn er selber sagt, ey, da kommt aber noch ein Video, wo sein Hack genommen wurde, dann bin ich gespannt drauf, was es ist. Was es ist. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es ist, aber ich weiß noch nicht was. Also ich weiß nicht zu 100% was. Ich habe so diese Bestätigung nicht. Warten wir mal ab. Nur lieber ein Maestro. Wie gesagt, mein wunderschöner Bruder, dieser Playbutton ist auch für dich. Wenn du einen Playbutton willst, schick mir auf WhatsApp nur ein Herz. Nur ein Herz. Ich liebe dich, Bruder. Wallah. Danke für alles. Ich werde immer zu dir halten, egal was sein sollte. Damit würde ich sagen, war's das damit. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Tschüss. Schwarze Orchidee.